Zuckeralternativen sind genauso schlimm, wenn nicht schlimmer als traditioneller Zucker. Wir sind im letzten Video damit stehen geblieben, dass wir uns genauer anschauen werden, woraus Xylit besteht und warum es äußerst ungesund ist. Es ist so ungesund, dass es sogar ein Hund töten kann. Alle Details findest du im vorhergehenden Video, das du unten in der Beschreibung verlinkt findest. Und da will ich dir einen Kommentar von jemandem vorlesen. Xylit ist kein künstlicher Süßstoff, sondern ein aus dem Saft der Birke gewonnener Zucker. Es sind da viele positive Wirkungen, aber keine negativen bekannt, wenn man es sinnbildlich gesprochen nicht kiloweise verzehrt. Fried, ihr Narren! Also bitte keine Fake News hier verbreiten. Er hat dann auch geschrieben, dass er mir auf die Finger schaut. So, dieser Er, oder kann auch eine Sie sein, meint also, dass Xylit kein künstlicher Süßstoff ist. Lass mich überraschen. Nun, um mich nicht zu wiederholen, musst du dir unbedingt das vorhergehende Video anschauen. Und dann wirst du sehen, dass die negativen Wirkungen zwar bekannt sind, aber auf widersprüchliche Art und Weise heruntergespielt werden. Und leider machen sich diese Wirkungen bereits schon bei kleinen Mengen bemerkbar. Aber das werden wir später in diesem Video noch genauer vertiefen. Doch an dieser Stelle will ich etwas klarstellen. Ernährungsberatung ist nicht meine Haupteinnahmequelle. Ich könnte um einiges mehr Geld verdienen, wenn ich dir, so wie es alle tun, Nahrungsergänzungsmittel oder sonstige Supplemente zu einer Diät verkaufen würde. Die Power-Diät beschränkt sich auf herkömmliche Lebensmittel, welche du in jedem Lebensmittelgeschäft um die Ecke kaufen kannst. Es gibt da also nicht einen bestimmten Laden, das mich sponsert, wo ich empfehlen kann. Und hier als Beispiel. Ich habe Videos über Salz gemacht und dir vom Speisesalz abgeraten. Und habe dafür dir andere Salzsorten empfohlen. Doch wie du siehst, ich habe keinen Shop, wo du bei mir ein Wundersalz kaufen kannst. Ich hoffe, du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich habe also keine persönliche, finanzielle Vor- oder Nachteile, welche Salzsorte du konsumierst. Ich habe dir also nur das weitergegeben, was ich herausgefunden habe und nicht zusätzlich dann zu meinem Shop verwiesen, so wie es normalerweise die anderen tun, damit ich dann etwas daran verdiene. Somit ist es mir egal, du kannst machen, was du willst. Aber eben, Ursalz habe ich leider vergessen zu erwähnen. Da hängt man mich natürlich auf. Aber ich habe dafür empfohlen, dass jede andere Salzsorte besser ist als Speisesalz. Aber das ist gut, dass man das macht, weil dann weiß ich, was ich dir wieder weitergeben muss. Denn hier sollst du aufpassen. Es ist wohl logisch, dass Ursalzanbieter dir sagen werden, dass das beste Salz ist, eben halt Ursalz. Himalaya-Salzverkäufer werden dir sagen, dass Himalaya-Salz der beste Salz ist, dass das noch älter ist als Ursalz. Wer ein bisschen mehr esoterisch angehaucht ist, wird dir natürlich sagen, Kristallsalz ist das beste überhaupt aufgrund der Schwingungen, dass es irgendwie neutralisieren vermag. In Wirklichkeit ist jede Salzsorte ein Ursalz. Und jede Salzsorte hat eine kristalline Form. Logisch, von all diesen Salzsorten kann es Unterschiede geben in den Mengen der enthaltenen Elemente. Doch diese sind so schwindend gering, dass es nicht der Rede wert ist. Denn diese 84 Spurelemente selbst hängen nicht von der Menge der einzelnen Elemente ab, sondern von deren Wechselwirkung untereinander. Fehlt ein einziges Element dieser 84 Elemente, so sind diese 83 Elemente um 90% in ihrer Wirkung bzw. in ihrer Information geschwächt. Daher spielt es keine Rolle, wie viel es von dem oder von jenem drin hat. Ein Vitamin C-Konzentrat von 1000 mg ist weniger wirkungsvoll als 10 mg Vitamin C, das du in einer Zitrone findest, weil dieses Vitamin C mit den anderen Elementen der Zitrone sich um das Tausendfache potenzieren. Somit ist Salz einfach Salz. Es ist egal, was für ein Adjektiv dafür benutzt wird. Mit Ausnahme von Speisesalz. Speisesalz ist leider kein Salz. Schmeckt zwar wie Salz, ist aber kein Salz. Wenn du diese Aussage nicht verstehst, dann empfehle ich dir, die Videos über Salz anzuschauen. Doch kommen wir zum Kernthema dieses Videos. Genauso verhält es sich mit Alternativzuckern.
Denn wenn ich dir die negativen Wirkungen von Alternativzuckern aufzeige, dann verweise ich dich nicht auf irgendeinen Shop, wo ich dir eine bessere und gesündere Alternative zu Zucker empfehlen kann. Oder besser gesagt, verkaufen kann. Somit ist es mir wirklich egal, was jemand konsumiert. Was ich will oder was ich mir vorstelle, ist, dass du so gesund wie möglich abnehmen kannst, und zwar mit den herkömmlichen Lebensmitteln. Ohne irgendwelche pülchlichen Zusätze, dies und jenes und was auch immer, was man sonst normalerweise jemandem dazu empfiehlt. Alles überflüssig, glaub mir. Ist es denn nicht interessant, dass Statistiken zeigen, dass vorherige Generationen nicht so sehr an Übergewicht litten, obschon sie ohne Nahrungsergänzungsmittel auskamen? Diese Statistik fängt kurz vor den 80er Jahren an, bis etwa 2018, und zeigt, wie sie rasant steigt. Beziehungsweise hier wird die Fettleibigkeit gezeigt, wie sie steigt. Wobei es keine nennenswerten Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Nun mag jemand vielleicht sagen, darum musste man etwas dagegen unternehmen. Nein! Nein! Proprio nein, nein, nein! Come si può dire una roba del genere? Nein, denn diese Statistik, wenn man sich logisch überlegt, zeigt, dass dieses Problem nicht existierte. Das Problem wurde eingeführt. Ich hatte noch Joghurt hinter den Ohren, aber ich mag mich genau daran erinnern, wie man angefangen hatte, Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu verteufeln. Und vom Fett reden wir gar nicht. Zuerst war dann vegetarisch die Lösung. Die Leute aßen nur noch Grünzeugs und Käse. Dann machte sich die neue Vegan-Religion breit, das angeblich das Problem lösen sollte. Beim Fett war es so, dass alles Fett schlecht war. Ja, auch organisches Fett. Auf den Rezepten konnte man lesen, Maximum ein Esslöffel Olivenöl und so weiter. Dann kamen die ersten fettfreien Fritteusen auf den Plan, überall nur noch Margarine statt Butter, Light-Produkte, Light-Joghurts, da 30%, dort 50% weniger Fett und so weiter und so fort. Währenddessen wurden die Leute aber immer dicker und dicker und dicker. Und dann kamen die ersten Zuckeralternativen. Aspartan, das war so im Jahre 2000 ein großes Thema, dann kam Stevia, Xylit und neuestens kann man Zucker kaufen und so weiter. Dann wurde die Laktoseintoleranz erfunden und so kamen die ersten Milchalternativen auf den Plan. Milchreis, Sojamilch, Mandelmilch und so weiter und so fort. Und die heutigen Fertigprodukte runden das Ganze ab. Man schaut nur auf den Kaloriengehalt und niemandem fällt es auf, dass man nicht von den Kalorien zunimmt, sondern ausgerechnet von all diesen so gesunden, kalorienarmen Produkten. Sorry, auch ich war komplett verblödet und glaubte diesen ganzen Schmarrn. Und dann kam die Power Diet und ich wiederhole immer wieder, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Du musst nicht 200 Jahre zurück. Es reichen die letzten 50 Jahre, um zu sehen, was früher gegessen wurde. Aufgrund dieser Statistik kann man es sehen. Viel, viel weiter zurück müssen wir nicht gehen. Schau also, was die Leute vor circa 50 Jahren und ein bisschen zurück gegessen haben und dann ist die halbe Miete bezahlt. Glaubst du, dass diese Leute damals die Zuckeralternativen gekannt haben? Gab es dieses Xylit vor 50 Jahren überhaupt? Haben die Leute damals Pülferchen, Pillen und Shakes geschluckt, so wie man es heute tut? Die Power Diet ist einfach mit den herkömmlichen Lebensmitteln aufgebaut, ohne irgendwelche Zusätze, und darum funktioniert sie bei über 80% der Leuten. Die Power Diet ist einfach mit den herkömmlichen Lebensmitteln aufgebaut, dass du in jedem Lebensmittelgeschäft um die Ecke finden kannst, ohne irgendwelche Zusätze, und darum funktioniert sie bei über 80% der Leute. Wie viel hast du nach 2 Tagen abgenommen? 2 Kilo waren es, 2 bis 3 Kilo. Eine Woche? Oh, in einer Woche waren es 4, 5. Und jetzt 3 Wochen? Ich bin jetzt bei knapp 9 Kilo oder 8, 8, 8,5. Ach, die Gewissheit, dass das Ding funktioniert, ist sensationell. Also ich bin total überzeugt davon. Wie viel hast du abgenommen gesamthaft? Ungefähr 7 Kilo. Also manchmal 7,5 und so weiter. Also ziemlich schnell. Ziemlich schnell am Anfang habe ich schon 5 Kilo abgenommen gehabt in den ersten 14 Tagen. Wie ist es so für dich gelaufen? Erstaunlich gut.
Ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, meistens ohne, eigentlich nie mit Erfolg. Es war erstaunlich einfach anzuwenden und es war für mich auch erstaunlich effizient gewesen. Also wirklich, ich war je ein bisschen erschrocken darüber gewesen, wie gut und wie einfach es funktioniert. Und ich kann nicht mehr sehen, wie Kalorien zählen, ich kann nicht mehr sehen, ein spezielles Menü kochen oder irgendwie Pulverli zusammenmixen oder das ist eigentlich einfach gegangen. Und wie viel hast du jetzt gesamthaft abgenommen? Etwa 13 Kilo. Und wie viel hast du in den Probetagen abgenommen? Das sind etwa 3-4 Kilo in den Probetagen. Und dann, was hast du gedacht? Ja, also ich bin wirklich, ich bin verschrocken über den Erfolg. Dass ich seit Herbst 2018 an Diabetes Typ 2 leide und 2 Tabletten am Tag einnehme, eine morgens, eine abends. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich weiterhin Gewicht verliere und ich habe ja jetzt schon 3 Kilo allein in der Testphase in diesen 5 Tagen abgenommen. Morgen wird es auch nochmal einen Ruckler tun, nehme ich mal an, dass ich, wenn es so weitergeht, vielleicht ganz auf die Tabletten verzichten kann. Und was sind die Schwierigkeiten von deiner Mutter? Ja, also meine Mami hat natürlich 2 Schwangerschaften, hat sie immer ein bisschen mehr gehabt. Sie hat immer wieder ein bisschen abgenommen mit Weight Watchers und das probiert und dies probiert. Und dann ist sie mal noch in so ein Lady-Gym gegangen und hat auch immer ein paar Kilo abgenommen, wieder zugenommen. Und dann, eben diesen Sommer, ist sie dann auch so weit gewesen, dass man hat gemerkt, es geht ihr nicht mehr gut psychisch und sie mag nicht mehr und sie fühlt sich nicht mehr wohl. Und dann ist sie mit meinem Papi in die Ferien. Und dann hat sie mir gesagt, ja, nach der Ferien probiere ich das, die Power-Diät. Und ich also für mich gedacht, so, ja, machst du nichts Blödes, probier es mal. Ich glaube zwar nicht so dran. Und dann eben hat sie so nach den ersten 7-8 Kilo, habe ich müssen sagen, du, jetzt bist du dann dünner als ich. Und dann hat sie gefunden, ja, probier es doch auch. Und jetzt bin ich so froh, habe ich es gemacht. Es hat sich so viel verändert. Eben keine also Laktose, die ich nicht mehr habe, Knieschmerzen, die ich nicht mehr habe, keine Pickel mehr. Und einfach eben, also Lebensqualität, das ist der Hammer. Und ja. Dann irgendwann bin ich auf diese Probetage gestoßen und habe mir gedacht, ja, das probiere ich jetzt einfach einmal aus. Und das hat dann voll reingeschlagen. In diesen Probetagen habe ich ja 4 Kilo abgenommen und dann habe ich gedacht, das ist es jetzt. Und erzähl mal, wie ist das so gelaufen für dich? Ja, also ziemlich so, wie du das auch beschrieben hast, auch mit Nebenwirkungen und mit dem Verlauf, auch mit dieser massiven Abnahme, die da möglich ist. Jetzt bringe ich natürlich auch ein bisschen Gewicht mit, da geht natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr weg. Und ich habe jetzt tatsächlich da in diesen 4-5 Wochen diese 10 Kilo erreicht. Und das motiviert natürlich brutal. Wenn jemand also glauben will, dass Xylit oder Stevia eine gesündere Alternative zu Zucker ist, weil es nicht auf Zucker verzichten kann und sich sein Gewissen beruhigen will, etwas Gesundes gegessen zu haben, dann ist das deren gutes Recht. Denn wie gesagt, ich ziehe keine Vor- und Nachteile davon. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass es lebendige Zeugen gibt, wie ich ab und zu in meinen Videos vorweise, welche bestätigen können, dass sie mit Alternativzuckern nachhaltig abgenommen haben. Ja klar, in der Theorie sollte es so sein, weil es eben kalorienarme Produkte sind. Da aber die Kalorientheorie nicht die biochemischen Reaktionen berücksichtigt, welche im Körper stattfinden, ist diese Theorie leider eine unnütze Theorie. Schau mal, ursprünglich hatte ich mich nur mit mich selbst befasst, warum ich nicht 6 lächerliche Kilo abnehmen konnte. Diese Geschichte erkläre ich in einem anderen Video. Aber die Grundlage war, dass ich damals herausgefunden hatte, dass mit diesen Kalorien etwas nicht stimmen konnte. Denn auch ich versuchte, mit kalorienarme Produkte und eben halt Zuckeralternativen mein Gewicht in den Griff zu bekommen. Jedoch ohne Erfolg. Aber wem sage ich das? Das kennst du sicher aus eigener Erfahrung. Ob du nun kalorienarmes Zucker benutzt oder nicht, sich an deinem Gewicht nichts verändert. Im Gegenteil, du nimmst immer mehr und mehr zu und verstehst nicht warum. Willst du abnehmen? Dann tu es so wie vor 50 Jahren. Meide dieses Zeugs. Und dann will ich dir noch einen guten Rat geben. Vertraue nur jemandem, das dir wirklich Resultate vorweisen kann. Denn schlussendlich entscheiden die Resultate, die Ergebnisse, ob diese Theorien richtig sind oder nicht. Lieber Paolo, ich grüße dich. Ich bin ein Rückblick, super happy. Ich habe abgenommen, die Fettreserven sind kleiner geworden. Es ist perfekt, Haut ist viel besser, wie du das schon sagst. Meine Heuschnupfen ist viel schwächer geworden, weg ist es nicht, aber viel besser. Ja, ich bin einfach happy, ich erzähle das überall.
hoffentlich kommen andere Menschen noch und melden sich bei dir. Was ich dir gerne sagen würde, was ich als absolut einzige kleine Manko dabei finde, es wäre vielleicht gut, eher darüber zu erzählen, dass wir aufpassen sollten auf unsere Trinken, weil wir weniger trinken, dadurch, dass wir auch noch weniger Salz essen. Das ist für die Menschen, die sich damit noch nie beschäftigt haben, vielleicht kommt das im Videos etwas später. Da kann man vielleicht ein paar Tage damit retten, wenn das eher kommt. Irgendwo im Text oder. Okay. Sonst absolut fantastisch. Ja. Super, super. Ich bin so happy, so glücklich. Ja. Da würde ich gerne dich noch bitten, weiterzumachen. Ich würde gerne weitermachen. Die Frage ist an dich, soll ich das gleich verknüpfen oder erst irgendwann im August oder September, wo ich wieder zurück in Deutschland bin. Und sonst vielen, vielen herzlichen Dank. Ich lache genauso wie die Menschen alle auf deine Videos, die dann ganz andere Lebensqualität bekommen haben. Natürlich ist es was anderes, wenn man vom 100 Kilo dann 20 abnimmt, klar ist es was anderes. Aber für mich ist es auch super, weil ich bin einfach nicht groß und die 10 Kilo, die ich mehr hatte, als wenn ich 20 war, die sind zu spüren, die sind zu sehen und ich konnte damit nichts machen vorher. Ja, fantastisch. Liebe Grüße. Und genau hier denke ich immer wieder an all diese Diätexperten und vor allem Ärzte, wo ich mir manchmal denke, wenn ich mir deren Video anschaue, hast du mal irgendwo ein Zeuge, das bestätigen kann, dass wenn man das macht, was du sagst, man tatsächlich abnehmen konnte? Das haben sie nicht. Sie preisen die mediterrane Diät als die beste. Gut, dann bring mir jemand, das mit der mediterranen Diät abgenommen hat. Sie verkaufen dir ein Buch, eine Broschüre oder irgendein Programm, das dir helfen soll. Und ich sage, okay, zeig mir jemand, das mit deiner Methode abgenommen hat. Also sei einfach frech genug und sage, hast du Beweise, hast du Zeugenaussagen. Also, wenn du meine Hilfe brauchst, empfehle ich dir mal vorerst den 6-Tage-Gratis-Ernährungsplan zu testen. Wo du ihn bekommst, findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Wie du siehst, kostet nichts, du kannst es testen, du kannst selbst herausfinden, ob das stimmt oder nicht, was ich dir sage. Also, machen wir weiter mit einem Videoausschnitt aus dem Jahre 2017, das ich gemacht hatte und was ich damals schon über Xylit gesagt hatte. Und gleich danach werden wir uns anschauen, was die Zeitschrift Der Stern im 2022, sprich 5 Jahre später, herausgefunden hat. Sie hinken ein bisschen hinterher, aber immerhin.